Hallo meine Lieben, ich bin's Vanessa. Manche von euch kennen mich vielleicht schon von diesem Channel, manche vielleicht auch nicht. Auch nicht schlimm. Das ist jetzt sowieso was ganz Neues. Ich versuche mich mal im Bloggen und zwar über mein Lieblingsthema Mode. Es gibt ja schon unglaublich viele Blogger bei YouTube. Ich möchte über was ganz Bestimmtes bloggen und ich erzähle jetzt mal kurz, wie es dazu kam. Ich war vor kurzem auf der Fashion Week und da war ich im Green Showroom. Da stellen Designer ihre Mode aus, die besonders darauf achten, dass sie nachhaltig hergestellt wird, umweltfreundlich und auch darauf achten, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter, die diese Sachen nähen, in Ordnung sind. Und das hat mich echt fasziniert und interessiert und ich habe da wahnsinnig viel erfahren, was ich noch nicht wusste. Auch ganz schön viel Erschreckendes, muss ich sagen. Also beispielsweise wusste ich nicht, dass die Baumwollanpflanzung und Ernte so umweltschädlich ist. Man braucht Unmengen von Wasser, da die Pflanze unglaublich viel Wasser braucht. Und die Arbeiter sterben reihenweise, weil sie die Pflanzen düngen müssen mit Pestiziden. Ich habe da, nachdem ich bei der Fashion Week auch noch mal ein bisschen weiter recherchiert, und es stimmt wirklich, es sind Zehntausende von Menschen, die daran sterben. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil wir nun mal alle super gerne Baumwolle tragen. Ich habe dann noch nie drauf geachtet. Also ich kaufe bei H&M, bei Zara, bei Mango, bei Primark, jetzt seit neuestem auch in Berlin bei Primark im Forum Steglitz. Und also ihr merkt schon, ich habe da nie drauf geachtet, woher die Sachen kommen oder so. Hauptsache, sie waren modisch, sahen schön aus, waren der neueste Schrei und waren günstig oder ja, jedenfalls erschwinglich für mich. Und jetzt nach der Fashion Week muss ich sagen, das hat mich schon alles ein bisschen nachdenklich gestimmt. Und ich will jetzt einfach mal so einen Selbstversuch starten und versuchen, nachhaltig einkaufen zu gehen oder bewusster einkaufen zu gehen und bewusstere Klamotten zu kaufen. Und das würde ich gerne mit euch gemeinsam machen. Ihr sollt mich dabei begleiten und vielleicht habt ihr auch Tipps für mich, wo ich einkaufen gehen soll oder was es sonst so für Möglichkeiten gibt, sich seine Sachen umzugestalten. Vielleicht muss man ja auch nicht immer alles neu kaufen, sondern man kann ja auch ein bisschen kreativ werden. Also ich will alles Mögliche mal ausprobieren die nächsten Wochen und ihr seid dabei. Ich war aber jetzt noch nicht shoppen. Also ich war schon shoppen, aber ich war noch nicht bewusst shoppen. Aber ich dachte, ich fange jetzt einfach mal mit so einem konventionellen, normalen Haul an, wie ihr ihn wahrscheinlich zuhauf bei YouTube kennt. Ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, was ich in letzter Zeit geshoppt habe. Das sind drei Kleider von unterschiedlichen Modeketten. Und ich fange jetzt einfach mal an. So, das ist Nummer 1. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, ich ziehe es einfach mal an. Aber das ist mir jetzt so umständlich gerade. Also ich zeige euch das jetzt einfach mal. Dieses Kleid habe ich von Topshop. Ich war vor einiger Zeit in London unterwegs, in diesem riesigen Topshop-Laden, war ehrlich gesagt total überfordert, weil es da so unglaublich viele wunderschöne Klamotten gab. Das hat 50 Pfund gekostet. Ich weiß gar nicht, das ist halt dann so 60, 65 Euro, glaube ich. Und ich bin so ein Schildrausschneider und ich habe leider rausgeschnitten, ich habe das Schild leider schon rausgeschnitten und kann euch jetzt nicht sagen, wo das hier produziert wurde. Ich habe ein bisschen nachgeforscht im Internet und habe von einem Skandal gelesen. Kate Moss hat ja vor kurzem noch mal eine Kollektion rausgebracht für den Topshop und es kam wohl raus, alles auch ohne Gewährnis, ich habe es nur nachgelesen, es kam raus, dass auf Mauritius Arbeiter unter schlechtesten Bedingungen die Sachen zusammengenäht haben, kaum Geld verdient haben. Von Kinderarbeit war jetzt, glaube ich, nicht die Rede, aber es klang wirklich gar nicht gut. Ich liebe das Kleid trotzdem, muss ich sagen. Aber gut, ich werde jetzt erstmal Topshop vermeiden in den nächsten Wochen auf jeden Fall und gucken, ob es so wunderschöne Kleider aus so in so einem Schnitt und für das Geld vor allem auch, man kann sich ja auch nicht so teure Sachen leisten, in kleineren Boutiquen gibt, wo die vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, wo die Sachen geschneidert werden. Momentan ist der Sale bei H&M und da habe ich natürlich auch zugeschlagen, unfassbar viel, weil ich auch bald in Urlaub fliege und da brauchte ich noch so ein paar Sommersachen. Und da habe ich mir auch ein ganz süßes Kleidchen gekauft. Das sieht mega klein aus, obwohl sieht es eigentlich gar nicht. Aber so in real sieht es auf jeden Fall mega klein aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Also es ist eine 36 und es passt super. Also es ist so ein Bustier-Kleid und was ich total schön finde, ist hinten rückenfrei. Aber was super ist, ist, dass hier halt noch so ein Bändchen ist, sodass man, wenn man will, auch einen trägerlosen BH tragen kann, was ich immer ganz gerne mache, weil so ganz ohne BH fühle ich mich auch nicht wohl.
Genau, und das sieht ganz, ganz süß aus. Das ist so ein, weiß nicht, so ein Kleid für einen Urlaub, halt für einen Strand oder mit High Heels, mit schwarzen High Heels auch was fürs Nachtleben. Ne? Also auf jeden Fall ganz, ganz süß. Hat einen Apfel und ein Ei gekostet. Ich glaube, es war runtergesetzt auf 6 Euro oder was oder 9 oder irgendwie so. Und genau, und dann habe ich danach natürlich auch nochmal nachgeforscht bei H&M. Die standen ja schon laufend im Verruf bezüglich Kinderarbeit. Die Sachen werden produziert unter anderem in Bangladesch und dieses Kleid stammt aus Kambodscha, auch nicht viel besser. Und diese Länder sind halt verrufen dafür, dass es da wirklich Kinderarbeit gibt. Und dass die Baumwolle, die teilweise in Indien oder Usbekistan, Pakistan, Ägypten auch produziert und angebaut wird, dass die halt auch absolut unter schlimmsten Bedingungen angebaut wird, sehr, sehr umweltbelastend und halt auch für die Arbeiter gefährlich. Darauf hat dann H&M aber vor ein paar Jahren reagiert mit einer Initiative, die nennt sich BCI, Better Cotton Initiative oder so ähnlich. Und das ist ein Zusammenschluss von mehreren Ketten. Auch Adidas macht da auch beispielsweise mit. Dadurch haben sie sich halt verpflichtet, einen gewissen Anteil ihrer Kollektion mit nicht Bio-Baumwolle, aber mit besser hergestellter Baumwolle zu produzieren. Und da haben sie sich halt verpflichtet. Also das ist jetzt, glaube ich, 50% BCI. Dann gibt es nochmal einen Anteil von synthetischen Sachen und dann nochmal Bio-Baumwolle. Bio-Baumwolle ist wirklich bio hergestellt. Also komplett ohne Chemikalien, das ist aber nur ein ganz kleiner Prozentsatz bis jetzt, weil es einfach noch sehr, sehr sehr, sehr teuer ist. Und genau, ich will auch diese Ketten gar nicht so unbedingt am Pranger stellen. Natürlich ist es nicht gut, was die tun. Ja? Sie machen einen unglaublichen Profit damit, dass sie die Sachen so günstig einkaufen und so günstig herstellen lassen. Ja? Aber wir machen ja auch mit. Also im Grunde, wenn wir nicht mehr dort einkaufen gehen würden, dann müssten sie es auch ändern. Und ich glaube, die Verbraucher sind da genauso dran schuld und deswegen ja, versuche ich mich jetzt auch mal ein bisschen in die Pflicht zu nehmen und vielleicht macht ihr auch mit, wer weiß. Und jetzt kommt mein Highlight. Wie gesagt, eine Freundin von mir heiratet nächstes Jahr. Eigentlich soll sie das Kleid noch gar nicht sehen, vielleicht zieht es auch gar nicht an, ich weiß noch nicht, weil eigentlich ist es mir zu lang. Aber das habe ich mir vor kurzem beim Mango bestellt, beim Mango Shop. Über Mango habe ich ehrlich gesagt gar nicht so was rausfinden können. Also die propagieren ganz stark auf ihrer Seite, dass sie keine Kinderarbeit machen. Von daher sage ich jetzt einfach mal nichts zu, weil da habe ich nichts zu gefunden und will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So, ich hole mal mein Stück, mein schönes Stück. There it is. It's just awesome, meine Lieben. Also es ist, das kann man gar nicht so gut sehen, ich gehe mal einen Schritt zurück. So, also es ist auch ein Bustierkleid, das liebe ich total, Bustierkleider. Und das Muster ist, erinnert so einerseits so ein bisschen an, ja so, ist ja schon ein bisschen asiatisch, andererseits sehr, sehr Versace-mäßig. Ne? Also die Farben und auch diese Musterart erinnert schon sehr stark an das Versace-Muster. Und es ist halt ein Longdress, mir leider viel zu lang, ich bin nur 1,63 groß. Ich muss es mir also noch kürzen lassen. Es hat 70 Euro gekostet, also schon ein bisschen mehr. Aber jetzt für die Hochzeit von einer Freundin würde ich sagen, ist das völlig legitim, so viel Geld auszugeben. Aber so in diesem Spektrum sind auch immer meine Kleider, die ich so kaufe. Also für so normale Freizeitkleider gebe ich nicht mehr als 20 Euro aus, würde ich sagen. Dann kaufe ich lieber halt mehr. Und halt für so Sachen, die ich ganz toll finde, auch mal 50 oder 70 oder so. Aber viel, viel teurer gehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Bei Schuhen ist es schon ein bisschen was anderes. Da achte ich vielleicht auch mehr drauf, woher sie sind. Also da gucke ich schon, dass es echt Leder ist beispielsweise. Aber habe mir da auch noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, wo das Leder herkommt oder wie das hergestellt wird oder sonst irgendwas. Das werde ich jetzt aber alles nachholen. Ich will mich ja bessern. Und ja, genau. Das war auf jeden Fall erst mal mein Fashion Haul zum Einstieg, damit ihr mich mal so ein bisschen kennenlernt. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mein nächstes Video in einer Woche online stellen und da werde ich dann schon das erste Mal geshoppt haben, denke ich, oder mich anderweitig informiert haben über,
über Green Fashion, über Eco Fashion und dann werden wir mal schauen, was dabei herauskommt, was ich so finde, ob ich mich genauso schön anziehen kann mit Sachen, die nachhaltig produziert werden und ob mein Geldbeutel darunter leidet oder nicht. Das werdet ihr dann alles in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin.